Ein kurzer Ausflug in die Welt der Bäume. Das können Besucherinnen und Besucher noch bis Freitag in Eichstätt erleben. Frauen und Wald heißt die Wanderausstellung der Bayerischen Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds. Sie zeigt zum Beispiel Rangerinnen, Naturpädagoginnen oder sogar eine Revierleiterin. Berufe, in denen Frauen sich über die letzten Jahrzehnte fest etabliert haben. Für uns in der Forstverwaltung ist es eigentlich selbstverständlich, dass Frauen im Wald sind. Aber man hat jetzt doch wieder gemerkt, dass es für die Bevölkerung eigentlich nicht selbstverständlich ist, beziehungsweise dass die Frauen nicht so nach außen auftauchen, wie sie tatsächlich eigentlich vorhanden sind. Die Försterin Elisabeth Wender führt die Besucher durch die Ausstellung und erklärt bei einem Waldspaziergang in Eichstätt, was der Wald für Mensch und Tier, aber auch für Klima und Umwelt bedeutet. Ich erkläre Ihnen eigentlich, wie ein Förster den Wald sieht. Was auffällt, was einem Förster auffällt, welche Baumarten da sind, dass jede Baumart andere Ansprüche hat, dass jede Baumart anders behandelt werden muss, ähnlich wie Charaktere bei Menschen, dass nicht alle Baumarten zueinander passen und natürlich auch, was man sehen kann, an Artenvielfalt. Also die Wohnstätten eigentlich, ob es ist ein Vogelnest ist, eine Baumhöhle ist oder nur eine Rindentasche, wenn die Rinde ein bisschen wegblättert. Artenvielfalt, momentan ein großes Thema. Der Wald hilft Tieren wie Insekten oder Vögeln dabei, Unterschlupf zu finden und in geschützter Umgebung Nachwuchs zu bekommen. Auch deshalb sollte der Wald als Schöpfung Gottes geachtet und gepflegt werden. Mit ein Grund dafür, warum die Ausstellung ins Leben gerufen wurde. Nur was man kennt und liebt, das erhält man auch, dass man sich dafür einsetzt. Also ich finde es ja auch wunderbar, dass wir alle in den Wald einfach gehen dürfen, auch wenn er Privateigentum ist. Wir dürfen den allen betreten, wir dürfen uns aufhalten, wir dürfen uns erholen. Die Schöpfung kennen und schätzen und sich als Frau für den Wald einsetzen. Für die katholischen Landfrauen ein Schritt mehr in eine lebendige Zukunft.